So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 16 Squad Builder Serie. Und ihr seht schon oben im Titel, ihr seht es aber natürlich auch im Hintergrund. Heute endlich mit dem zweiten Part unseres Best Possible German Squads Without Legends. Heißt, alle aktiven deutschen Spieler, die es in FIFA 16 gibt, die haben wir hier zu dem Team schlechthin zusammengefasst. Zumindest auch mal so ein bisschen im Hinblick auf die Europameisterschaft, die in einigen Monaten stattfinden wird, auf die wir uns schon freuen. Und das könnte eventuell die Startelf sein, muss es natürlich nicht. Da habt ihr auch eifrig kommentiert unter dem letzten Part, fand ich sehr, sehr cool, und wer den auch noch nicht gesehen hat, der kann sich den gerne nochmal anschauen. Ich verlinke ihn euch unten in der Videobeschreibung, da haben wir ja auch schon gegen die Ukraine gespielt. Vorsicht, Spoiler in 3, 2, 1, wir haben leider Gottes nur 0-0 gespielt. Heißt, wir sind heute so ein bisschen unter Druck in unserem kleinen Turnier, mehr oder weniger. Wir spielen einfach ja gegen die drei Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft bei der EM und gucken einfach, was bei rumkommt. Haben heute ein bisschen Druck gegen Polen, gegen den lieben Platur. Link zu seinem Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall vorbei, lasst dem Kollegen ein Abo da und gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt bei ihm. Und in dem Sinne werden wir heute mit der Truppe wieder reingehen. Ihr seht es auch, Boateng, da haben wir nicht den Inform, wieso, weshalb, warum. Wir haben im letzten Part eine rote Karte mit unserem Inform bekommen. Deswegen dachte ich mir, komm, pack mal da den normalen Boateng und dann ist das so eine kleine Bestrafung. Und in dem Sinn würde ich sagen, quatsch und nicht lang drum. Vielen lieben Dank schon mal für euer Feedback im letzten Part mit über 3600 Likes. Das kam richtig, richtig gut an. Wenn es euch wieder gefällt, lasst gerne den Daumen nach oben da. Vielleicht knacken wir da wieder die 3000 Likes. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und jetzt, Jungs, quatsch und nicht rein. Deutschland gegen Polen, zweites Spiel der Gruppenphase bei der EM. Auf geht's. So, und da ist also nun der gute Platur mit dem Polen-Team mit Krychowiak, den ich ja unfassbar stark im Spiel finde, mit Robert Lewandowski, Bönisch noch am Stissel, Glick, Piszczek, Błażejkowski, Maciejewski oder wie der gute Mann da auf der zentraloffensiven Position heißt. Es sind ein paar dabei, die man kennt. Nichtsdestotrotz, da brauchen wir gar nicht drüber reden, sind wir natürlich der Favorit mit unserer geilen Truppe, mit Deutschland, mit dem Weltmeister, der auch die Europameisterschaft holen will, Freunde. In dem Sinn quatschen wir jetzt wirklich nicht mehr lang drumherum, sondern starten wir rein. Deutschland gegen Polen. Auf geht's. Möglichkeit, Freunde, und dann ist Neuer da. Buh! 5 Minuten gerade mal gespielt in dieser Partie. Die Polen legen stark los. Da der Schuss. Neuer kommt Gott sei Dank dazwischen. Es gibt gleich die Ecke hinterher. Weit nach hinten gespielt. Abgelegt. Wieder ist einer von uns dazwischen. Diesmal Hummels. Und wir können das erste Mal ganz tief durchlaufen. Krychowiak, aufpassen. Noch gespielt. Gut dazwischen von Mats Hummels. Überragend gemacht. Kontermöglichkeit ist da. Und dann ist das Kruse rübergelegt. Müller, komm schon, mach den. Eiskalt mal bitte sein. Eiskalt sein. Müller, was ist denn das gewesen? Groß hinterher und auch der ist abgefälscht. 11 Minuten gespielt, das Spiel hat sind sich, Freunde. So kann es auf jeden Fall weitergehen. Sehr unterhaltsame Möglichkeit für ihn. Und jetzt auch die ersten für uns. Und vielleicht bleiben wir da noch gefährlich mit drauf. Mit Hummels, Freunde. Der setzt sich da fast gut durch. Natürlich kein Elfmeter gegen seinen Teamkollegen. Gegen den guten Piszczek. Kann sich aber am Ende, wie gesagt, leider Gottes nicht durchsetzen. Gut gespielt, Bella. Nee, Özil ist es. Özil, überragend gespielt. Marco Reus, come on. 21. Minute. Marco Reus mit der Flanke. Und dann geht die ins Aus. Marco Reus. Was ist denn los? Aber gut, wir kommen immer besser rein. Wie gesagt, knapp 20 Minuten mittlerweile gekickt hier im zweiten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft. Und es sieht auf jeden Fall schon viel besser aus als gegen die Ukraine auch. Wenn das natürlich noch lange nicht perfekt ist. Müller. Probiert mal den langen Ball, der gar nicht so schlecht war. Aber auch Boruc, der Mann im Tor der polnischen Nationalmannschaft, spielt gut mit. Vielleicht die Möglichkeit, das ist nicht schlecht gespielt. So schnell kann es gehen. Halbe Stunde gekickt, die nächste Chance für uns. Aber es ist trotzdem eine sehr, sehr ausgeglichene Partie bislang. Mit mittlerweile vielleicht ein Tickchen mehr Chancen für uns. Aber das ist minimal. Stand jetzt noch keiner mit so einer mega, mega, mega Torschance. Wobei er hatte eine ganz am Anfang. Alleine von Neuer hat sie Gott sei Dank nicht genutzt. Von dem her, da hätten wir uns absolut nicht beschweren dürfen. Aber mal gucken. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend in den kommenden Minuten. Piszczek mit der Flanke. Neuer macht das souverän. Und ich verspreche euch, hier fallen Tore. Oh, oh, Jungs. Oh, mein Gott. Robert Lewandowski. Und wenn du vorne die Dinger nicht machst, dann bekommst du sie hinten rein. Eiskalt ausgenutzt, Lewandowski mit der Kiste für die polnische Nationalmannschaft. Also EM mit uns stand jetzt ein Debakel. Unfassbar, Freunde. Bisher noch kein Tor erzielt. Das erste Spiel 0-0 mit der Truppe, das zweite 1-0 verloren. Irgendwie will es hier noch nicht wirklich laufen.
Also Freunde, boah, was ist denn los? Unglaublich, wieder liegen wir hinten. Was heißt wieder liegen wir hinten? Wieder spielen wir nicht gut. Um da mal den Vergleich zum ersten Spiel zu ziehen. 0:0 und ihr seht, wir haben diesmal echt gute Chancen rausgespielt. Am Ende will der Ball irgendwie nicht rein. Der gute Mann mit ein bisschen der Ballbesitz der Plateau, mit weniger Schüssen. Von dem her, ich würde sagen, wir hätten eher in Führung gehen können. Er führt, das ist momentan das Problem. Ich komme mit der Truppe gefühlt irgendwie nicht zurecht. Ihr seht's ja, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es will irgendwie nicht laufen. Egal, wir gehen rein in den zweiten Durchgang und drehen hoffentlich jetzt noch die Kiste. Oh mein Gott, Jungs. Es ist unfassbar. Ich weiß nicht, was ich jetzt da reinschneide von dem, was ich gerade erlebt habe. Es kommt kein einziger Ball an. 2:0. Krychowiak. Das ist gerade ein wahrer Witz. Das ist gerade echt ein wahrer Witz. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass unser Team vom Rating her zu gut ist. Aber es ist gefühlt wie beim anderen Spiel. Beim ersten gegen die Ukraine. Schaut euch das an. Genau sowas. Und das ist dauernd. Wir können kein gutes Spiel aufbauen. Unfassbar. Wir kommen wieder nicht hin. Wir kommen wieder nicht hin. Das ist doch nicht mehr normal. Ich kann tun, machen, was ich will. Ich will verteidigen. Wir stehen daneben, wir kommen einfach nicht hin. Es ist wie verhext. Und dann kommt das Frustfoul, Freunde. Ohne Witz, das Spiel ist gerade für den Arsch. Absolut für den Arsch. 63 Minuten gespielt, wir hatten gute Möglichkeiten, spielen aber insgesamt keinen guten Fußball, weil einfach nichts funktionieren will, wie ich es mir vorstelle. Und das zum zweiten Mal mit der Truppe. Gibt's doch gar nicht. Gut, von Bellarabi. Bellarabi, Bellarabi! Meine Güte, Freunde, 67. Minute, längst verdient und längst überfällig. Wir machen den Anschlusstreffer, alles wieder ein bisschen in Ordnung. Trotzdem tun wir uns so verdammt hart. Wir müssen gefühlt 10-mal so viel machen, wie wenn wir einfach ein normales Team hätten, ne? Weil einfach nichts gelingen will. Ganz stark von Mustafi, gut gespielt, groß. Schaut euch das an, genau das meine ich, genau das meine ich. Solche Pässe, da kann mir doch keiner erzählen, Dass ein Groß nicht kann. Das kann doch nur daran liegen, an unserem Team. An was denn sonst? Sowas kommt nicht an. Unfassbar. Jetzt vielleicht Müller. Komm schon. Ja, den sollte er nicht köpfen. Schade, aber gute Möglichkeit. Es muss jetzt irgendwie noch das 2:2 fallen. 10 Minuten noch zu gehen, Freunde. Ich würde sagen, ja, ich will mal pausieren. Ich will mal eben wechseln. Wir gehen mal ran. Wir wechseln. Haben wir letztes Mal auch gemacht. Wir müssen da vorne irgendwie jetzt was tun. Es muss ein bisschen was passieren. Mario Gomez kommt mit in die Partie. Allerdings nicht für Müller. Wobei doch, für Müller. Komm, machen wir mal für Müller. Und dann bringen wir noch einen Draxler für Bellarabi. Nee, für Reus. Für Reus auf die linke Seite. Also Dreifachwechsel. 10 Minuten vor Ende der Partie. Oh, unglaublich. Ich bin mich heute viel am Aufregen über das Spiel, aber irgendwie meiner Meinung nach auch verdient. Das gibt's doch nicht. Zum zweiten Mal, dass wir mit so einer starken Truppe spielen und zum zweiten Mal, dass normalste Pässe nicht ankommen. Gut, das war jetzt dumm von mir. Woran soll es denn sonst liegen? Gibt's doch gar nicht. Kruse, jetzt vielleicht Gomez. Jetzt haben wir da natürlich nicht den allerschnellsten. Gomez macht das noch stark. Götze. Oh mein Gott, Götze. Götze, Götze. Komm, mach den jetzt. Und dann gibt's zumindest die Ecke. Eieiei, 8 Minuten noch zu gehen. Es wird wieder ein bisschen spannender. Schön nochmal, Schweini. Da ist keine Sau, die mal mittut. Jetzt vielleicht Bellarabi. Lücke ist da, Bellarabi. 90. Minute, Lucky Punch, 2:2 zwischen Deutschland und Polen, habe ich gemerkt. So wirklich drüber freuen kann ich mich nicht. Bellarabi mit dem Doppelpack, gut, dass wir den nicht rausgenommen haben. Es ist sehr, sehr hart heute hier, was wir da erleben. Oh, und dann kommen wir da nicht hin. Jetzt hat, komm, vielleicht gibt es doch noch das Erfolgserlebnis. Gomez, nochmal mit dem schönen Ball nach unten. Toni Kroos dürfte das sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Toni Kroos, du kannst ja kaputt sein, aber der braucht jetzt, und das ist nicht mal gelogen, 10 Minuten, um den Ball anzunehmen. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Foulspiel an Kroos, jawohl. Es gibt nochmal den Freistoß. Letzte Möglichkeit jetzt doch hier noch, eventuell einen Sieg herbeizuholen. Kroos, hat der noch die Latte gestriffen? Ich weiß es nicht. Am Ende gibt's auf jeden Fall das nächste Unentschieden. Wieder 2:2, Freunde. Das ist mehr Road to First Win. Und das dauert gefühlt ewig. Ich tue mich unfassbar hart mit dieser Truppe. So viel steht schon mal fest. Ihr könnt gerne mal eure Meinungen bzw. eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben, wenn ihr auch mit solchen Teams spielt. Tut ihr euch da auch viel hart? Ihr seht es ja, 13 Schüsse, 12 aufs Tor. Und dann gehen 2 rein. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Wir haben nicht schlecht gespielt, was die Chancenerarbeitung angeht, aber insgesamt
war das nicht so der Fußball, den ich eigentlich praktiziere in FIFA, wenn man das Fußball nennen kann. Sondern das war alles ein bisschen mehr Gestolpere. Keine Ahnung. Und was war hart geht's an? Wir haben jetzt noch das Spiel gegen Nordirland vor uns. Das wird auch noch die Kommentare oder in einer knappen Woche sowas kommen. Da werden wir auch nochmal zocken. Und in dem Sinn, schaut beim lieben Plateau vorbei. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung. Lasst ein Abo da. Und in dem Sinn, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt auch gerne mal rein, mit welcher Mannschaft wir das Ganze vielleicht noch aufziehen können. Mit Frankreich beispielsweise und so weiter und so fort. Best possible. Fragezeichen Team. Schreibt das gerne mal rein. Und in dem Sinne würde ich sagen, bin ich raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, haut rein. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.